Ja, meine Freunde, es ist mal wieder soweit, ein neues Video auf diesem Kanal. Heute mit etwas, wo ich mich definitiv zu äußern möchte. Und zwar geht es um den guten Leo Bittencourt. Da kam ein Artikel raus, gestern Abend noch. Den habe ich aber vorhin eben erst zugeschickt bekommen. Und dazu möchte ich was sagen. Des Weiteren gibt es ein Video auf dem Zweitkanal, ein Highlight-Video, denn ein Hertha-YouTuber möchte gerne zwei Werder-Spieler verpflichten. Dazu habe ich was im Stream gesagt, auf Twitch. Ja, ist unten verlinkt, könnt ihr euch reinziehen. Und heute Abend, damit sind wir dann auch fertig mit ankündigen, keine Sorge, heute Abend um 18 Uhr, 18:15 Uhr sind wir live auf Twitch und kommentieren mit Casey zusammen das Hamburg-Nachholspiel. Und dann schauen wir mal, was unsere Konkurrenz da macht, auch auf Twitch. Und jetzt möchte ich aber euch gar nicht lange auf die Folter spannen. Intro und dann geht's los. Hi, Real Nico. So, Freunde, erstmal hallo und herzlich willkommen hier zurück zu Real Nico. Mach weiter so. So, jetzt möchte ich euch gar nicht mehr lange auf die Folter spannen. Wir schauen uns erstmal den Artikel an. Hier. Werder Bremen Teammanager stoppt Flucht von Leo Bittencourt. Was ist da wohl los gewesen? Wir fassen es mal kurz zusammen. Ich glaube, wir können uns alle an die Szene erinnern, wo Niklas Füllkrug den Ball durchgesteckt bekommt in 16er Lücke, geht so ein Stück weit nach rechts. Leo Bittencourt überläuft ihn links, hat ein bisschen Freiraum stehen, aber auch zwei Verteidiger drumherum. Dennoch hat er ein bisschen Platz. Lücke könnte in dem Fall den Ball rüberspielen, schießt aber und der Keeper hält mit einer starken Parade. Reaktion von Bittencourt, brüllt Füllkrug an und macht diesen Move, so war sehr, sehr wütend. Okay, das war diese Szene. Es wird extra, glaube ich, auch nicht viel daraus so, oder was heißt viel daraus gemacht? Es ist einfach, man kann den Frust verstehen. Ja, er hätte rüberspielen können. Leo hätte da auch ein bisschen Platz gehabt. Ob es dann ein sicheres Tor wäre, das bezweifle ich. Da gibt es viel klarere Situationen, wo man sagt, da muss man spielen. Das gehört für mich nicht dazu. Lücke ist doch mal Stürmer, Stürmerinstinkt im 16er. Dann schießt du halt, wenn nicht jemand in einer hundertprozentigen Chance ist. Was aber jetzt entscheidend ist, Leo Bittencourt ist danach nicht mit in den Mannschaftskreis gegangen. Der Mannschaftskreis wurde nach dem Spiel wie immer gebildet. Ole Werner und Konsorten haben da was gesagt. Leo Bittencourt ist tatsächlich einfach weggegangen. Auf dem Weg in die Kabine wurde er dann aber vom Teammanager gestoppt, der gesagt hat: Hör mal zu, du gehst da jetzt zurück in den Mannschaftskreis. Das macht man nicht. Und Fritz hat sich dazu auch geäußert und hat gesagt gehabt, dass ihm das lieber ist als eine Scheißegal-Einstellung. Also lieber ist emotional als eine Scheißegal-Einstellung. Da bin ich sogar grundsätzlich dabei. Finde aber, dass das hier keine emotionale Geschichte ist. Eine emotionale Geschichte ist von mir aus brüll rum, mach, tu, alles kein Problem. Schrei die Leute auf dem Platz an, ist auch okay. Aber nach dem Spiel nicht mal in den Mannschaftskreis zu gehen, das hat nichts mit Emotionen zu tun. Du lässt dann in dem Moment das Team im Stich. Du musst beim Team zusammenbleiben. Und was will ich hier mit dem Video vermitteln? Wir müssen alle zusammenhalten. Alle Werder-Fans, alle Werder-Spieler, alle, die jetzt mit Werder halten, müssen zusammenhalten. Denn es kommen drei unfassbar wichtige Spiele jetzt. Pauli, wo wir uns absolut den Arsch aufreißen müssen. Da müssen wir absolut Vollgas geben. Ist ein 6-Punkte-Spiel. Das hört aber auch danach nicht auf. Danach kommt direkt Nürnberg und dann kommt Schalke. Und nach diesen drei Spielen wüssten wir eigentlich schon, wo wir stehen. Weil dann kommen drei, ich sag mal, jetzt ja, andere Aufgaben. Okay, könnt ihr so sagen. Ihr wisst, was ich meine. Andere Aufgaben. Aber diese drei Aufgaben jetzt, die sind erstmal sehr, sehr entscheidend, um überhaupt eine gute Ausgangslage zu haben. Um sich überhaupt eine gute Ausgangslage reinzubringen. Das ist allein schon ein entscheidender Fakt. Und ja, da müssen wir alle Vollgas geben. Ich bin sehr, sehr, sehr gespannt auf Samstag. Wir werden auch im Stream absolut Vollgas geben. Ich habe jetzt schon extrem Bock darauf. Pauli darf man absolut nicht unterschätzen. Aber ja, bin gespannt auf eure Meinung dazu. Ich hoffe, dass sowas jetzt nicht mehr vorkommt von Bittencourt, auch von anderen nicht. Und ja, genau. Dann hoffen wir mal und drücken die Daumen, dass es weiter nach vorne geht, wird diesen Zusammenhalt weiter vermitteln und ja, bin auf eure Meinung gespannt. Checkt gerne den Zeitkanal ab.